Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zum Fernbus-Simulator. Hier wieder auf MicroHazard TV. Schön, dass ihr wieder einschaltet mit dem neuesten DLC, dem Mannschaftsbus-DLC. Und wir sind immer noch auf dem Weg nach Berlin. Wir müssen unsere Mannschaft nach Hause bringen. Das werden wir auch gekonnt tun, nachdem wir hier erstmal richtig schön zwei Spuren geschnitten haben, damit wir hier durchkommen. Und dann ja, legen wir wieder weiter. 178 Kilometer haben wir noch vor uns. Ich habe ein bisschen getrickst gerade, denn ich musste gerade noch einen Screenshot machen, den ich vergessen hatte in der letzten Folge. Deswegen wundert euch nicht, dass es jetzt kein 1:1 Übergang wird. Aber ihr habt nicht viel verpasst, außer Autobahn. Ne? Also, was soll ich machen? So, okay. Ich sehe hier nichts im Spiegel. Ich sehe hier immer noch nichts im Spiegel. Deswegen würde ich ganz rechts fahren. So, schön. Schön durch den Streifen durch, aber das ist ja egal, wenn hier keine Autos stehen, dann darf man diesen auch passieren. So, und ja, genau, und das ohne zu blinken, weißt du? Schade, dass meine Hupe nicht funktioniert. Oder ich eigentlich nicht weiß, wo die Hupe ist, aber sowas liebe ich ja. Ohne zu blinken wird einfach reingezogen. Leider ist das oft so. Ich weiß ja, ich blinke hier fein immer rein und raus und mache wieder rein und raus. Das sieht schon geil aus, wie der Mond so auf die Autobahn so strahlt, ja, und ihr Licht praktisch so abgibt. Also da haben sie wirklich was gemacht mit der Beleuchtung. Das sieht schon nett aus. Das sieht nett aus. So. Ja, ist alles dunkel. So, jetzt sind wir am Parkplatz hier. Nehmen wir den Parkplatz, oder? Ja, wir nehmen ihn. 500 Meter noch. Mal die Füße kurz vertreten. Und vielleicht mal eine rauchen oder sowas. Das heißt, dass wir haben einen schlechten Fahrgastkomfort oder sowas. So. So. Muss man keine Pause machen? Tatsache. Aber brauchen wir keine Pause? Achso, warte mal. Achso, es geht ja gar nicht mehr, ne? Wenn wir jetzt hier sagen. Nee. Kann man nicht sagen, Pause. Okay, dann gibt es das halt wirklich nicht mehr. Hintergrundfarbe ändern. Toll. So, was haben wir hier? Zielmarker. Ja. Tipps anzeigen. Zurücksetzen. Okay. So, na gut. Okay, dann können wir wieder weiterfahren. Denn gibt es hier nichts zu tun. Und dachte, die brauchen auch eine Pause. Scheinbar nicht. Die wollen auch schnell nach Hause. Bin ich voll dafür. So, jetzt streikt er wieder. Jetzt ist er da. Alles klar, jetzt geht's los. Aber manchmal siehst du nicht, ob der jetzt gezündet hat oder nicht. Das ist ja immer nur an dem Drehzahlmesser, wenn er hochgeht. Schon sehr leise ist. So.
Wollte ich den Jungs zum Gefallen tun, was Gutes tun hier, damit sie sich noch mal die Füße vertreten können, aber ich glaube, das haben sie ja genug gemacht in den 90 Minuten. Alles klar, ihr braucht keine Pause, ich hab's verstanden. Es kommt nie wieder vor, dass ich euch eine Pause anbiete. Aber jammert mir naja ja nicht die Ohren von, wir wollen eine Pause. Gibt's richtig Ärger hier. Und natürlich wieder Baustelle. 135 Kilometer, Leute. Hey. Och komm, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich fahre schon 77, weißt du, und ich bin immer noch schneller als die hier. Ja, bremst mich hier. Genau. Wenn ich kein Auto fahren könnte, dann lass das, Alter. Aber hier unter die Leute hier auszubremsen, finde ich extrem furchtbar. Oh, jetzt ist das hier genau das Gleiche. Oder? Dann bleiben wir doch hier. Entscheide dich. Ja, genau. Zieh lieber rüber. Natürlich auch nicht zu schnell fahren, ne? Und auch nicht geblitzt werden oder sowas. Ich glaube, das funktioniert hier nämlich auch. Es wird alles für Budget gezogen. Aber ich weiß halt nicht, ne, ob das Geld nochmal wiederkommt oder ob wir jetzt wirklich mit diesem Geld jetzt wirklich aushalten müssen. Ich weiß ja auch nicht, wie lang die Saison insgesamt jetzt ist. Oder ich habe hier in diesem Punkt habe ich echt keine Ahnung, wie lang dieser DLC dementsprechend ist. Also ich glaube, wir müssen mindestens mit jedem Mal einmal gespielt haben, aber... Wie weit das Ganze so ausgeklügelt ist, das System. Ja, das muss man natürlich nochmal gucken. So, hier endet denn die Baustelle. Wir können wieder Speed geben. 108 Kilometer haben wir noch vor uns. Schön. Ich finde auch immer, rückgehend immer schneller als hin, oder? Kennt ihr das irgendwoher? Wenn ihr irgendwo immer im Urlaub fahrt, dann denkt ihr dann immer so, die Hinfahrt so, boah, wie, sind wir denn schon da? Sind wir denn schon da? Sind wir denn schon da? Ja, und dann auf dem Rückweg, da denkst du dir manchmal, die Zeit ist geflogen. Ich sehe nichts hinter neben mir, also entscheiden wir vor sonstiges. Schön. Solange nichts geknallt hat, ist alles perfekt. Ach, nee. Ich kann ja schon mal erwähnen, falls ihr am 21.09., das ist ein Freitag, nichts zu tun habt am Freitagabend und ihr solltet eine Nintendo Switch besitzen, ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr abends dabei seid, eine Runde Mario Kart und Splatoon 2 zu meinem Geburtstag. Wäre natürlich super nice, wenn ihr dabei seid. Natürlich könnt ihr auch dabei sein, wenn ihr keine habt, schaut uns dann einfach zu und habt hoffentlich mit uns genauso viel Spaß, wie wir das haben werden. Schon lange kein Mario Kart mehr gespielt und Splatoon 2. Dachte mir so, komm zu meinem Geburtstag, zack, machst du mal ein bisschen Spaß-Stream und dann schauen wir mal, ja, wer da noch so alles dabei ist. Hoffe, dass der Heiko auf jeden Fall dabei ist. Chaos ist gemacht. Ja, doch, Chaos ist arbeiten. Der kann leider nicht dabei sein. Und ja, also wenn ihr Lust habt, seid ihr natürlich herzlichst eingeladen. Je mehr, desto besser. Ich werde das auch noch in den anderen Projekten sagen. Kann ja sein, dass sich alle, zum Beispiel alle Projekte gucken. Von daher werde ich euch da schon soweit auf den Laufenden halten. Auf jeden Fall am 21.09. dann abends ab 20:30 denn. Livestream hier auf YouTube mit Mario Kart und Splatoon 2.
So, Berlin und Potsdam. Jetzt gibt er Gas, wisst ihr? Eigentlich eher 50 gelesen statt 80, aber okay. Guck mal hier, 80. Hätte mich auch ein bisschen gewundert auf der Autobahn. Irgendwie 50. Sind nun doch schon ein bisschen mau. Dann haben wir aber den ersten Spieltag abgeschlossen. Yay! Oranienburg. So, jetzt nochmal wieder. Open End. Hat auf jeden Fall nichts geknallt. Schon sehr gut. Weißt du, als ob du wirklich so schnell unterwegs bist, ja, von Bremen nach Berlin. Sind wir mal losgefahren, 19 Uhr noch irgendwas oder sowas? Obwohl, es könnte eigentlich fast hinkommen, oder? Jetzt hatten wir auch keine Staus oder sowas. Oder irgendwie irgendwelche Prüfungen, Kontrollen. Das ist das, was ich meine, ganz ehrlich. Warum bremsen die auf der linken Seite, dass sie stehen und da ist nix? Oh, jetzt hat es mir schon mal den ganzen Bus zerschossen. Okay, gibt es auch keine Nachrichten? Ja, klasse. 48%. Oh, da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen drüber, ja? Boah, ist nichts passiert die ganze Zeit am kurz vor der Ausfahrt vor Berlin, ja? Da macht die KI wieder so ein strunzdummes Zeugs, was wieder kein Mensch versteht. Und mein Bus hat was total Schaden. Ey, wirklich. Geht mir das auf den Leim. Und dann stehen die ja wie so bäm. Das war kein normaler Bremsweg gewesen, den die da hatten. Nein. Oh, da kann ich mich jetzt richtig drüber aufregen, ja? Was das kosten wird jetzt? Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt richtig. Nee, sage ich euch. So, aber wir sind auf jeden Fall in Berlin angekommen. Das ist ja schon mal der Wahnsinn. Das meine ich, ja. Kurz vor Berlin, ja. Das Problem ist, ne, wer auffährt, hat Schuld. Somit ist es meine Schuld definitiv gewesen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich eigentlich einen relativ großen Sicherheitsabstand hatte. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Ist passiert. Muss ich jetzt mitleben. Muss ich jetzt mitleben. Warte mal.
Ja, warte mal. Ich mag immer hier dieses Navi immer ausmachen. So. Oh nein. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Ja, und dann passiert sowas. Dann passiert sowas. So, auf jeden Fall haben wir jetzt aber die erste Fahrt mal abgeschlossen. Also hin und zurück mit der Fußballmannschaft und das erste Spiel halt auch direkt gewonnen. Perfekt. Ja, und könnt mir jetzt mal sagen, hat das für euch jetzt einen höheren Anreiz, den Fernbus-Simulator zu spielen, oder ist euch das eh wurscht und die Fahrt lieber ganz gerne? Oder ist euch das eh wurscht, weil ihr das Spiel sowieso nicht habt? Würde mich mal echt interessieren, ob der DLC für euch da nochmal so dieses i-Tüpfelchen ist, warum man jetzt so den Fernbus-Simulator auf jeden Fall spielen sollte. Ja, dann lasst mich das mal wissen, das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Weil ich bin halt immer noch so zwiegespalten. Halt, ganz ehrlich, ich hätte mir eher so eine eigene Firmenteil gewünscht, statt jetzt so der Mannschafts-DLC, dass man jetzt hier in der Fußballmannschaft von A nach B bringen muss. Ja, wäre natürlich viel, viel cooler gewesen, wenn man so seine eigene Flotte zum Beispiel so aufbaut. Aber jetzt hat man hier halt so einen kleinen Wirtschaftsteil mit drin. Übrigens, da ist ein Hotel gerade auf der Karte gewesen. Ist auch mal nett. Ja, fahr. So. Und da ist es. Ich finde, irgendwie sind die Städte größer geworden. Wieder hin? Ich weiß gar nicht. Zeigt auf jeden Fall was an hier. Eine blaue Markierung da. So. So, betrete das Vereinsbüro. Oh, es war aber gut geparkt eigentlich. So, betreten wir mal das Büro noch. Und bin mal gespannt, was jetzt passiert. So, oh, jetzt was. Wir haben das Spiel gewonnen. Wuhu. Wir sind Gewinner. Müssen wir wirklich Energie sparen, indem die Küche nicht freigeschaltet wird? Ja. Scheißendreck. Singt. I would walk 500 miles. And
Was? Wie macht unser Fahrer das bloß? Nie zu spät, im Gegensatz zu mir. Wenn du den Gepäckraum abschließt, dann fahren sie das nächste Mal mit dem ganzen Bus davon. Komplett gewaschen, gefällt mir. So, wir müssen hiermit deine erste Abmahnung ausschreiben. Ich würde über Geschehnisse und Fehlverhalten informiert, welches wir für Fahrer unseres Vereins nicht tolerieren. Dass es einen Autounfall gab, etwas gestohlen wurde, weil du das Fahrzeug... Etwas wurde gestohlen, weil du das vergessen hast, das Fahrzeug abzuschließen. Die Küche war nicht freigestellt, die Klimaanlage war aus oder die Temperatur war nicht richtig eingestellt. Der Bus wurde immer noch nicht repariert. Du musst dein Verhalten und deine Leistung verbessern, wenn du diesen Club weiterhin arbeiten möchtest. Bitte enttäusche uns nicht ein weiteres Mal. Ups! Aber tatsächlich, Zusammenfassung. 2000 tatsächlich. Ich muss jetzt echt 2000 bezahlen. 2000 hat mich das jetzt gekostet, dieser blöde Autounfall, ja? Und ich habe damit nichts mehr was zu tun gehabt. Ah, das ärgert mich, ey. Wirklich. Soll ich diese ganze Kacke oder bezahlen, ey? Fangst du direkt hier. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Hoffe euch, meine Nase ist dicht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und lasst mir ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt hier vom Fernbus-Simulator, würde ich mich freuen. Schauen wir mal, was das nächste Spiel denn für uns bereithält. Damit, verabschiede ich mich hier erstmal. Sage Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann könnt ihr uns gerne einen Like da lassen. Wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns und drückt selbstverständlich die Glocke hier auf YouTube. Und möchtet ihr lieber die kompletten Livestreams zu diesen Projekten schauen, dann folgt uns auf Twitch, denn dort streamen wir immer dienstags, donnerstags und samstags diese Projekte. Wir würden uns freuen, euch dort wieder begrüßen zu dürfen und ich verabschiede mich hier, sage Dankeschön fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!